Herzliches Willkommen. Es ist Dienstagabend. Es ist Zeit für einen Talk mit spirituellen Gedanken. Und zu diesem Talk darf ich heute begrüßen. Endlich wieder dabei aus dem mentalen Lichtzentrum St. Veit an der Glan. Herzlich willkommen, Isabella Trampitsch. Danke für die Einladung, Michael. Hallo alle miteinander. Endlich wieder dabei. Herzlich willkommen aus dem mentalen Lichtzentrum Aachensee. Herzlich willkommen, Gita Klose. Hallo Michael, hallo alle. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freue mich schon. Und endlich wieder dabei, wie jeden Dienstag. Wir begrüßen vom mentalen Lichtzentrum Wien. Herzlich willkommen, Werner. Hallo, grüß euch. Es freut mich sehr, dass die Damen wieder dabei sind. Ich auch. Ich bin auch dabei, nebenbei. Natürlich. Freut uns auch sehr. Mein Name ist Michael Holbrucker. Ich habe eine ESP-Lebensfreude-Praxis nach Methode Ingrid Kamper hier in Innsbruck. Und in diesem Talk darf ich die Fragen stellen und damit fange ich gleich an. Das Thema heute, begeistert und lebendig sein. Isabella, was heißt denn das überhaupt? Lebensfreude, 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 sagen wir mir so schön. Gell? Begeistert und lebendig sein, ansonsten wäre ich eine lebende Leiche, sage ich so schön. Nur Begeisterung macht uns aktiv, attraktiv. Mit Begeisterung durchs Leben zu gehen, das ist das Wichtigste im Leben. Je weniger Begeisterung, umso toter sind wir. Ich sage Begeisterung wie ein Kind. Wir sollen wieder lernen, so wie die Kinder zu sein. Begeistert, ohne Nachdenken, darf ich was, darf ich nicht. Ist das richtig? Passt das in die anderen? Passt das nicht? Das ist für mich Begeisterung. Aus dem Herzen heraus Spaß haben. Werner, was ist eine lebendige Leiche? Eine lebendige Leiche ist ein Mensch, der eben noch lebt. Aber wie ist halt die Frage? Es geht darum, wie die Isabella gesagt hat, dass das Leben nicht nur im Kopf passieren muss, sondern es darf auch im Herz passieren. Und das Kind, das auch angesprochen wird, es gibt ja da das berühmte innerliche Kind. Und das darf auch, egal in welchem Alter, darf das auch mit ein bisschen einem Blödsinn, mit einem Spaß, mit Narrenheit zu tun haben. Und das gehört genährt mit Humor, Humor, Humor. Und dann kommt auch diese Süße des Lebens, diese Lebensfreude auch her. Und man braucht, glaube ich, nur in die Gesichter reinschauen. Und man sieht dann gleich, ob diese Lebensfreude vom Kopf herkommt, weil es halt der Ratio befiehlt, positiv denken, das habe ich irgendwo gelesen, oder es kommt vom Herz. Gitta, du hast eine Tochter, die ist 11 Jahre alt, oder inzwischen 12, nagel mich nicht fest. Nein, ist 11 Jahre alt. Bist du wie deine Tochter? Bist du wie dein Kind? Selbstverständlich. Im Positiven wie im Negativen, das ist wunderbar. Wir schauen uns auch noch sehr ähnlich. Also es ist der 1A-Spiegel in jeder Hinsicht. Und was ich definitiv immer und immer wieder von ihr lernen darf, ist ihre Fröhlichkeit. Also die mir wieder auch zurückholen. Ich war sicher auch sehr, sehr fröhlich, bin inzwischen wieder auf einem guten Weg für Fröhlichkeit und Lebensfreude. Immer mal lasse ich es mir klauen, meine Lebensfreude, und dann zeigt es mir positiv oder in Anführungsstrichen negativ ganz, ganz deutlich auch, dass bei mir ein bisschen Mangel herrscht und gibt halt Gas, manchmal lustig, manchmal herausfordernd, und dann darf ich schauen, dass ich auch wieder auf die Höhe komme. Isabella, das verstehe ich nicht ganz. Man kann Lebensfreude klauen? Klauen? Was ich sage immer, was im Außen spiegelt sich das, was ich denke und fühle. Gell? Und wenn ich außen lustige Leute sehe, dann habe ich innerlich ja auch Freude. Aber wenn ich sage, ich klaue Lebensfreude, das heißt, ich ziehe anderen die Energie ab, das kann ich gar nicht, wenn ein anderer das nicht zulässt. Gell? Also mit meiner Lebensfreude kann ich eher wenn anderen nähern. Aber klauende Lebensfreude, das wäre dann gespielte Lebensfreude, aus meiner Sicht, für mich. Und das Äußere spiegelt mein inneres Denken und Fühlen über mich und mein Leben, über mich und die Welt. Und so wie die Freude nach außen strahlt, echte Freude, während mir auch die Leute entgegenkommen, weil das ganze Leben ist Resonanz. Und stell dir das einmal so vor, du gehst einem Menschen entgegen und der kommt mit so einem hängenden Mundwinkel dir entgegen. Und was denkst du, wenn du den Menschen siehst? Oh Gott, was hat denn der? Wenn der einer entgegenkommt, der wirklich so entgegenkommt und lacht und du spürst, dass das nicht nur aufgesetzt ist, sondern dass das wirklich so eine Energie ist, dann fühlst du dich von den Menschen ja angezogen. Beim anderen wirst du eher vielleicht zurückweichen und beim anderen wirst du dich angezogen fühlen. Aber heute ist leider Gottes oft so,
dass die Menschen sich gegenseitig anjammern, wenn es schlechter geht und wer einfach schlechter drauf ist. Und da ist es oft schon sehr schwer, diese Energie selber zu halten. Und das ist aber ganz, ganz wichtig. Ja? Das heißt, halten können die Lebensfreude, klauen. Ja, ich glaube, das ist eine Ansicht, so, ob man Lebensfreude klauen kann. Aber ich kann mich anstecken lassen. Das ist hundertprozentig so, weil Lebensfreude ist immer ansteckend. Immer. Werner, wie kommen dir die Leute entgegen? Ich möchte nur kurz zu Isabella was dazu sagen. Ich habe, glaube ich, habe es schon mal da im Spirit Talk erwähnt. Ich habe für mich selbst so eine Lebensfreudeaufgabe. Und da sieht man, wie Lebensfreude anstecken kann. Und wenn ich zum Bilder gehe oder in eine Tankstelle gehe oder in eine Trafik gehe, dann ist irgendwo mein oberster Gebot ist es, demjenigen, diejenige irgendwo ein Lächeln zu entzaubern. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, jetzt geht man zum Bilder, da kommen teilweise sehr krantige Leute natürlich hier und dann kommt ein sogenannter Sonnenschein. Und irgendwo gibt es immer wieder irgendwas, wo du dann der Bilderkassierin irgendwo ein Lächeln entzauberst. Jetzt habe ich natürlich der Kassierin auch Freude gemacht, weil Lächeln tut immer was Gutes. Und vor allem, ich habe mir eine Freude gemacht, in meiner Lebensfreude, dass ein Lächeln retourgekommen ist. Und das ist das, dass Lebensfreude anstecken kann. Ich bin mit Lebensfreude noch nirgendwo angeeckt, sondern im Gegenteil, oft ist einmal vielleicht der Kopfschütteln dabei, wie das geht. Aber das ist das Maximalste, was passieren kann. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, Michael. Alter, arbeite mit ein bisschen, bitte. Wie kommen dir die Leute entgegen? Ah, das, wie mir die Leute entgegenkommen, so wie ich, das ist das, was ich ausstrahle. Und wenn ich eben, das ist das beste Beispiel, nehmen wir den Bildernamen her, das kann der Spar genauso sein, wenn ich dort die Dame hinter der Pudel bei der Wurst anlächle und ein bisschen Spaß mache, dann, was soll dann zurückkommen? Grant? Das ist das Resonanzgesetz. Das, was ich ausstrahle, das kriege ich retour. So wie in den Wald hineinschreie, so kommt es retour. Im Positiven und im Negativen. Und ich habe das alles schon hinter mir über eine gewisse depressive Lebensphase gehabt. Aber ich glaube, die Leute muss unbedingt unterhalten. Es hat natürlich hat's funktioniert, aber ich bin auf der Strecke geblieben. Und darum habe ich das abgestellt und versucht, diese Lebensfreude vom Herzen her zum Leben. Und dass das ansteckend ist, ist der schöne Nebenaspekt dabei. Gitta, ich möchte jetzt keine Corona-Diskussion anfangen, es geht auch überhaupt nicht um Corona. Allerdings derzeit kommen ganz viele Menschen mir entgegen mit so Masken. Wie sehe ich da die Lebensfreude bei denen? Ich sehe das Lächeln nicht. Ja, ganz klar in den Augen und in der Aura. Das ist für mich in der Körperhaltung schon auch zum Sehen, ob die jetzt eher mit Kopf runter oder trotz Maske ist für mich Lächeln möglich. Es ist spannend, dann, weil dann ja direkt auch der Augenkontakt viel, viel mehr notwendig ist, finde ich halt. Also ich schaue dann den Leuten noch mehr in die Augen, was die unterschiedlichsten Reaktionen gibt, weil manche können das nicht so in die Augen schauen. Habe dann halt selber meistens einen Grinser im Gesicht, weil ich schon einfach lieber lachen mag, als wie grantig schauen, ob ich die Maske jetzt mag oder nicht. Das ist wieder was anderes. Ich darf halt einfach schauen, wie gehe ich mit der Situation um. Derzeit haben wir halt einmal diesen Kaffeefilter im Gesicht. Und von dem her die spannende Herausforderung für mich, dann eben den Augenkontakt zu haben und da dann einfach wahrzunehmen, wie geht es meinem Gegenüber und dann halt fallweise auch Sonnenschein zu spielen, so wie der Werner das geschildert hat, und noch mehr strahlen und noch mehr Licht aussenden, kann ich ja dann auch einfach die Absicht aus meinem Herzen zum Herzen meines Gegenübers ein bisschen Energie schicken und schauen, was passiert. Und das ist klar, fehlt mal ein Teilbereich, aber ich kann trotzdem einiges wahrnehmen, wenn ich möchte, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte und ja, eben dann doch ein bisschen Licht weiter verbreiten. Eine offizielle Durchsage an die Regie an dieser Stelle. Wir sollten vielleicht beim Spirit Talk einblenden, diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Nachdem wir jetzt über Bilder und Spar geredet haben, wir gehen natürlich auch in Tirol zum M-Preis und zum Meindl. Eine Frage in die Runde an jeden Einzelnen. Was bringt dich in Lebensfreude, Isabella? Ich mich selber. Mir bringt Musik in Lebensfreude. Wenn ich einmal nicht so gut drauf bin, dann spiele ich einfach ein Stück Musik, das mir wirklich gut tut. Was ich, einfach, ich tanze so gerne und ich liebe Musik sowieso. Und Musik ist
für mich ein Anstoß für Begeisterung, für Lebendigsein. Die Musik ist eine Sprache, die keiner Sprache bedarf, sondern die einfach die gespürt wird. Und das ist ja das Gefühl. Freude ist ja ein Gefühl. Ne? Und ich sage, die Musik bringt Saiten zum Klingen. Das klingt immer so banal, aber es ist wirklich so, dass es, wenn man nicht gut drauf ist und eine schlechte und depressive Musik, das gibt es ja auch, die mich noch depressiver macht, das wollte ich nicht für zielführend. Aber dann eine richtig schwungvolle Musik hinauf tun. Mein Papa war Volksmusik, wie so Komponist, ja. Und so ein richtiger flotter Polka, bei uns hat es zu Hause immer Tanz gegeben dann. Also wir sind durch die Wohnung geguckt. Es war einfach schön. Und Musik ist etwas, was ich ganz besonders brauche. Was ich noch wichtiger finde, ist, dass die Menschen sich bewusst sind, wenn ich keine Lebensfreude zusammenbringe, dass ich mit vielen, vielen Karma bedeckt bin in dem Sinn, dass die Karma es nicht zulassen, Lebensfreude zu haben, weil wahrscheinlich sind viele aufgewachsen in dieser Energie, der niedrig schwingenden Energie. Und da kann die Karma aufgelöst, dass man noch mehr Lebensfreude haben kann. Weil erst dann ist richtige, ehrliche und wahre Lebensfreude möglich. Werner. Die Isabella hat das für mich vollkommen richtig gesagt. Wenn die Karma vorhanden sind, dann kannst du machen, was du willst. Dann ist es gespielte Lebensfreude, weil die Karma die so blockieren. Du kommst nicht in Lebensfreude. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir sitzen ja hier in der glücklichen Runde. Schon, glaube ich, jeder Einzelne sehr, sehr viele Karma gelöscht zu haben. Und darum tun wir es ja wesentlich leichter, in dieser Lebensfreude zu leben. Aber was macht Lebensfreude? Es kann, wie die Isabella gesagt hat, Musik sein. Das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das kann meine Rauhdackeldame sein, die mir Lebensfreude bringt. Das können ganz, ganz viele Dinge sein. Die Gegenfrage, die sich stellt, ist, was bringt mir dann in Lebensfreude, wenn es einmal nicht ganz so funktioniert? Das ist ja dann das Interessante, damit ich mich selbst, dass ich erkenne, okay, hey, heute da hackt es ein bisschen oder es gibt Situationen im Beruf oder wie auch immer, Zahlen Lebensfreude versprühen, ist die Frage, wie ich damit umgehe. Das ist für mich die Antwort. Ja? Ja, funktioniert. Zahlen man kann sogar sehr gut Lebensfreude funktionieren. Man kann Buchhaltung tot ernst sehen oder man kann Buchhaltung extrem interessant sehen. Das ist die Frage, wie ich es zulasse und wie ich zugehe damit. Ne? Ja. Darf ich dazu was sagen? Und zwar mein Buchhalter, also ich bin ja Buchhalterin, ne? Und in meinem alten Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe, habe ich mit einer Steuerberaterin zusammengearbeitet. Und die hat gesagt, weißt du, Isabella, wenn wir den Fehler in der Buchhaltung finden, ist das wie ein Orgasmus. Und ein Orgasmus ist Lebensfreude, oder? Deswegen, Zahlen können auch Freude bereiten. Gib mir die zwei. Okay, machen wir. Gitter. Ja, wir bereiten Zahlen lieber in der Numerologie Freude mit der Buchhaltung, tun wir dann doch teilweise hart. Aber als aktiver Mensch grundsätzlich Lebensfreude, klar, die Karma dahinter rausarbeiten. Und dazu ist dann ganz, ganz wichtig für mich auch das Tun. Also wenn ich dann das Karma rausgelöscht habe, sage ich so, jetzt fröhlich und dann passiert aber nichts. Also ich verändere nicht tatsächlich meine Situation oder auch meinen Standort. Dann kann es dann sein, dass ich wieder zurückfalle in das blöde Gefühl und darf dann wieder von vorne anfangen. Für mich Lebensfreude im Winter ganz klar Skifahren oder irgendwie draußen sein, im Sommer sowieso auch draußen sein. Irgendwas unternehmen, aktiv sein, das ist für mich Lebensfreude. Genauso wie ein gutes Gespräch mit jemandem, vorzugsweise auch Kameralöscher, weil dann einfach ganz andere Gespräche möglich sind aus meiner Sicht. Ja, Lachen. Wenn es ist, irgendeinen Kabarettisten auf YouTube suchen und einfach richtig albern sein und lachen. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Sachen, wo einfach hergeholt werden können. Ich bin ein großer Fan von Kabarett und ja, teilweise zitiere ich eh auch die Sachen, weil ich es halbwegs auswendig kann, mache dann mein Humor noch dazu und dann läuft die Kiste schon wieder. Also für mich auch immer wieder eine Herausforderung, weil das Leben spielt mal so, je nachdem, was ich ausstrahle, was für Karma möglicherweise aufploppen
Und dann darf ich mich halt mal kurz sammeln und das Karma aus sich schmeißen und dann halt ins Tun gehen. Und wenn es heißt, dass ich meinen Hund wiederholt vor die Haustüre zerre, der mich dann schon wieder losgehen und dann da einfach an die frische Luft, vorzugsweise natürlich bei Sonne, und dann läuft es schon wieder besser. Ich habe jetzt gelernt, egal ob die Zahlen in der Buchhaltung oder in der Numerologie, sie können zum Orgasmus verschaffen. Ja. Ah, das ist toll, oder? Also ich Orgasmus zahlt dann die neuen Vollendungen. Ja, Vollendung. Ja. Vollendung, gell? Jonda, ein kleiner Hinweis, ich bin Numerologin, Hilda ist Numerologin und wir arbeiten Lebensbild aus. Da kann man das dann ganz toll herausfiltern, was da natürlich auch ein bisschen dorthin arbeitet. Aber Michael, was bringt denn dich in die Lebensfreude? Wo hast du deinen Orgasmus? Ich habe gerade das Bild vor mir. Vom Lebensbuch. Ich habe ein Lebensbuch, ich habe ein sehr gutes Bild. Aber ich habe gerade das Bild vor mir. Ich werde jetzt mal mein Mathematikbuch ausholen. Also, verstehst du? Die Wurzel steht, wir machen ein Integral, Karin. Nein. Was mir in Lebensfreude bringt, ist Sport. Das klingt jetzt jeder, der mich kennt, bei meiner Statur ein bisschen eigen. Allerdings, ich liebe lange Spaziergänge in der Natur. Ich bin ein ganzer Almritter. Ich habe auch auf meine Lichtkörperbinnwand mir ungefähr 12 bis 15 Almen eingeklemmt, die ich heuer erklimmen möchte. Und Passivsport. Ich liebe Passivsport und derzeit laufen die Olympischen Spiele und da ist fast jede Medaille für mich wie Orgasmus. Und es ist so interessant, weil mein Puls, wenn ich höre, es sind Olympische Spiele, und dann ist es wurscht, ob das Synchronschwimmen ist oder Skispringen oder was auch immer. Da ist ein Österreicher dabei, da bin ich nervös, als ob ich selber am Start stehe. Ich weiß nicht, woher diese Begeisterung kommt, aber ich bin ein Kind der fünf Ringe, vielleicht wohne ich auch deshalb in Innsbruck. Ich schaue mir Sachen an und auch natürlich Fußball. Fußball, Werner, das ist jetzt ein bisschen ein Männergespräch, ich gebe es offen zu, aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn in der 88. Minute das entscheidende Tor fällt und 40.000 Leute zugleich in die Höhe und jubeln und sich umarmen und ja, Passivsport. Es kommt darauf an, in welche Richtung das Tor fällt. Wenn du jetzt schon wieder eine wacke Instagram-Anstellung machst, dann das. Nein. Und schon wieder sind die Zahlen im Spiel. Ja, richtig. Ja, ich habe tatsächlich bis heute nicht erkannt, dass die Zahlen so geil sind. Ja. Ich weiß ja auch, warum man steht wie eine Eins. Das hat eine ganz neue Bedeutung. Auch das. So, jetzt lassen wir unsere St. Veiterhexe mal schneuzen. Das probiert sie schon die ganze Zeit. Ja, danke. Und deshalb stelle ich die nächste Frage an den Werner. Werner, begeistert und lebendig sein ist ja das Erfolgsprinzip Nummer 6 von der Ingrid Kamper. Die Ingrid hat 21 Erfolgsprinzipien. Sag mal, was sind für die wichtigsten Erfolgsprinzipien und ist begeistert und lebendig sein immer wichtig oder nimmt man das einmal so mit, wenn man es braucht? Im Grunde genommen sind alle sehr wichtig, aber Anerkennung von Spirit, das ist für mich einmal das Grund und das Zweite ist Eigenliebe. Das sind für mich die zwei wichtigsten. Ich gebe noch ein drittes drauf, Mut zur Karma und Spiegelarbeit. Okay. Begeistert und lebendig sein. Hilft es immer, um in Erfolg zu kommen, Isabella? Sorry, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Begeistert und lebendig sein. Hilft es immer, um Erfolg zu haben? Ja, selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass jemand mit einer Trauer und mit einer Schwere und mit Trauer und Schwere oder ohne Begeisterung irgendetwas erfolgreich macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich liebe meine Arbeit zum Beispiel und das ist ja, ich glaube, das habe ich sogar wissenschaftlich einmal gehört, wenn jemand keine Begeisterung für seinen Beruf hat, der kommt in der Erfolgsleiter nicht hinauf. Ich bin selber meine Chefin, gell? Aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand zu mir kommt in meinem Betrieb, der mit einer langen Miene in der Früh hereinkommt und dort sitzt und mit gezwungen seine Arbeit macht, weil er absolut keine Begeisterung für das hat, den möchte ich nicht in meinem Betrieb haben. Und dann würde ich empfehlen, eine andere Arbeit zu suchen. Und die Bezahlung wird ja auch funktionieren, wenn der Chef sieht, okay, oder wenn ich sehe als Chef, wie begeistert dieser Mensch ist über diese Arbeit, dann werde ich ihm mit Freude mehr Geld geben. Weil, und genau das, da greift der eine ins andere hinein.
Bin ich als Arbeiter begeistert? Werde ich mehr Lohn erhalten? Werde ich Aufstiegschancen haben? Bin ich als Chef von meinem Geschäft begeistert? Werde ich meine Angestellten investieren? Das gehört immer dazu. Begeisterung ist die Grundbedingung für Erfolg. Gitta, du arbeitest im Hotel. Sind alle deine Arbeitskollegen begeistert und lebendig? Sind deine Chefs begeistert und lebendig? Tatsächlich größtenteils ja. Also da habe ich auch ja, jahrelang darauf hinarbeiten dürfen, dass ich eine Arbeitsstelle habe, wo das zu mir passt. Und ich bewundere meine Chefin, die ja ganz, ganz viele Herausforderungen hat und trotzdem oder gerade dann, wenn sie so gefordert ist, drin aufgeht und schaut und flitzt und tut und macht und dass sie das alles hinkriegt, ist ein Meister des Plan B und schafft es trotzdem auch immer noch freundlich zu sein und herzlich und die ist einfach das Herz von dem Betrieb, die hält das wirklich zusammen und ich arbeite sehr, sehr gerne dort, weil einfach auch sehr viel Wertschätzung da ist, bringe natürlich meinen Teil mit, meine Begeisterung für diese Arbeit und ja, kann sagen, doch, kann ich wirklich bestätigen, das läuft für Nicht-Kammerlöscher sehr, sehr gut dort, ja. Isabella, ja. Welches Organ ist denn zuständig für die Lebensfreude? Bauchspeicheldrüse. Aber ich sage jetzt noch etwas zur Begeisterung. Gell? Ich weiß nicht, ob von euch jemand oder für die draußen zum Zuhören schon jemand aufgefallen ist, dass jemand, der nicht selbstständig ist, freiwillig viele, viele Jahre übers Pensionsalter hinaus arbeitet. Das machen meistens Selbstständige, die begeistert sind von ihrer Arbeit. Ja? Weil der, so wie ich, bin längere Jahre schon in Pension, 4 Jahre mittlerweile, 5. Und ich will gar nicht aufhören, weil das einfach meine Berufung ist, weil das Spaß macht, weil das mein Leben ist, weil das mich ausfüllt. Und ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und das haltet mich jung. Das, wenn man begeistert ist, greift das ja aufs Alter hin. Also ich glaube, dass die Zelle, je begeisterter sie ist, umso jugendlicher ist sie. Und wenn ich oft so jemanden herstelle in meinem Alter, die schon lange in Pension sind, da sehe ich ganz genau den Unterschied. Ich bin beweglich, ich bin jeden Tag draußen, ich mache überall mit. Und manche, die können nicht einmal mehr gescheit vom Stuhl aufstehen. Also ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig ist, diese Begeisterung im Leben zu integrieren, vor allem im Beruf, auch, weil wir verbringen ja ein ganzes Drittel verbringen wir im Beruf. Ein Drittel haben wir Freizeit und zwei Drittel haben wir schon bald Beruf jetzt, ja? Wenn wir die Überstunden nicht dazu nehmen. Also so würde ich das fast sagen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Du hast sie aber schon beantwortet. Schon, gell? Ja. Die Isabella, lieber Werner, hat gesagt, Bauchspeicheldrüse, da ist unsere Lebensfreude zu Hause. Ja. In welchem Aura-Bereich ist denn das? Die Bauchspeicheldrüse ist die Süße des Lebens. Darum ist sie ja für den Insulin zuständig. Und das ist im Solarplexus. Der Solarplexus ist ein Stückchen über dem Nabel und ist das Chakra, das in Gelb gefärbt ist. Das Gelb steht für die Lebensfreude und für die Süße des Lebens. Und zufälligerweise ist dort im Solarplexus ganz unten irgendwo versteckt, ich hoffe sehr lächelnd und schelmisch, das innere Kind und nicht traurig, so wie es oft dargestellt wird. Ich möchte nur kurz zu dem von vorher, von Begeisterung und mit im Job. Es ist, glaube ich, egal, was man tut, ob man jetzt dann, ich mache privat, spiele in einer Hobbyband, das mache ich mit Leidenschaft und mit Herz. Und jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, welchen Zugang ich zur Musik habe, dass das vom Herz ist. Ich habe in meiner Firma Entscheidungen getroffen, die weit weg vom Kopf waren. Und ich habe trotzdem gesagt, ich mache das, weil ich spüre das aus dem Bauch heraus, aus dem Solarplexus heraus, dass die Entscheidungen gut sind und jede einzelne Entscheidung von diesen Entscheidungen von vollkommen richtig. Und das ist, ob man jetzt dann in der Beziehung das sehr sieht, es ist vollkommen egal. Es ist alles, was man tut, sollte man mit Begeisterung machen, weil erstens einmal geht es viel, viel leichter, zweitens einmal gelingt es auch und drittens einmal färbt es auch an alle anderen ab natürlich, ne? Denn was man voller Freude tut, schmeckt uns wie Kuchen gut. Gitta, und da bin ich bei dir, bei der nächsten Frage. Weil im gleichen Lied heißt ja, oft genügt ein Löffelchen voll Zucker und was bitter ist, wird süß. Schokolade bringt Lebensfreude, heißt es. Ist man geneigt, mehr zu naschen, wenn man nicht in Lebensfreude ist?
Ich kann nur für mich selber sprechen und das ist ein klares Ja. Das ist bei mir deutlich merkbar auch, weil normalerweise bin ich eher der Wurstbrotmensch. Also Schokolade kann auch gern liegen bleiben, wenn ich im Gleichgewicht bin. Weil ich merke so, dass dann das Laden mit der Schokolade schon eher mal aufgezogen wird. Und wenn ich dann merke, aha, das ist so, dann hinterfrage ich halt auch gleich, okay, warum habe ich jetzt verpasst, meine Lebensfreude, meine Süße des Lebens, mir übers Gefühl zu holen und meinen, das jetzt mit Schokolade ausgleichen zu müssen, wo irgendwie sagt, ja gut, 2-3 Stücke Schokolade ist jetzt noch nicht akut, die dürfen auch mal so genossen sein. Aber es ist natürlich ein Indikator bei mir, zu schauen, was ist los. Esse ich es zum Ausgleichen oder esse ich es als Genuss? Das ist ganz klare Selbstwahrnehmung und dann einfach auch zu schauen, ist was zu tun oder nicht. Manchmal darf auch einfach genießen erlaubt sein oder es darf immer genießen erlaubt sein, selbstverständlich. Es ist halt einfach immer zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Deshalb eine Michael-Theorie, eine selbst aufgestellte, aber wahrscheinlich wahr. Deshalb werden auch zu Weihnachten in der dunkelsten Zeit Kekse gebacken, um die Lebensfreude zu erhalten. Dunkel außen, innen Zucker. Sehr gut. Jetzt haben wir aber immer. Gitta Klose, Wegweiserin und Aachen-Sex, backt immer. Ich esse immer mal wieder Kekse. Oh. Backen tue ich überhaupt keine. Ich lasse Kekse backen. Gibt es die Wunschbestellung, dass jemand so viel Keks backt zu Weihnachten, dass bei mir welche ankommen, dass ich nichts backen muss? Jetzt haben wir ganz viel über Lebensfreude geredet. Allerdings, der Werner hat schon mal ganz kurz in einem Satz angesprochen, es gibt auch Momente im Leben, die jetzt nicht lustig sind, wo man jetzt nicht gleich sich auf den Schenkel klopft vor lauter Lachen. Wie geht man mit solchen Momenten um, Isabella? Also da habe ich gerade gestern, zum Valentinstag eben mal so einen Spruch eingeschrieben und dann schreibt jemand dazu, du wirst ja nicht sagen, dass du immer glücklich bist. Das ist erarbeitet. Also glücklich sein ist machbar und lernbar, sage ich immer. Gell? Und es ist ja die Frage für mich, wie lange will ich in so einer Situation drinnen bleiben? Weil wenn ich nicht glücklich bin oder wenn es mir schlecht geht, wenn ich traurig bin, was auch immer, es hat ja einen Grund, dann schaue ich mir an, wo kommt das her? Was hat das für eine Ursache? Und je länger ich in dieser Situation stehe, man muss sich das so vorstellen, jede Zelle des Körpers hat entweder Licht oder ist dunkel. Eine lichtvolle Zelle wird den Körper gesund erhalten. Eine dunkle Zelle wird den Körper krank machen. Und jetzt ist die Frage, wie lange will ich sie dunkel halten, die Zelle? Wie lange will ich in dieser Trauer, in den Schmerz, egal was es ist, drinnen bleiben? Ich kann jederzeit sagen, ich kann das sofort aussteigen. Und wenn es nur mit dem ist, jetzt ist die Zeit zum Glücklichsein, jetzt ist die Zeit zum Glücklichsein, jetzt ist die Zeit zum Glücklichsein, nein, jetzt ist die Zeit zum Glücklichsein. Wenn ich nur das mache, hilft es schon. Aber ich sollte schon dem auf den Grund gehen und wie gesagt, ich bin Karmatherapeutin, anschauen, warum lasse ich es nicht zu, dass ich jetzt glücklich bin. Das ist ja meine eigene Entscheidung. Und wenn ich sage, ich bleibe dort drinnen, ich bin eben traurig und, dann muss ich für das aber die Verantwortung übernehmen, dass ich in dem Moment nicht nur eine Zelle verdunkle, sondern viele Zellen verdunkeln und aus dem heraus nachher die Disharmonien immer größer werden, anstatt weniger. Und deswegen kann sich jeder Mensch entscheiden, in der Sekunde bereinige ich das, warum ich unglücklich bin, warum ich traurig bin, warum ich in dem Moment in so einer negativen Situation bin oder lasse ich mich in das hineinfallen. Dann muss ich aber auch für das die Verantwortung übernehmen, wenn mein Körper, das ist die letzte Sprache dann, wenn mein Körper negativ reagiert. Und das muss der Mensch wirklich verstehen, dass jede unglückliche Situation, die ich zulasse oder in der ich stecken bleibe, meinen Körper also das Symptom im Körper, das Endergebnis ist. Isabelle, was mir so ganz kurz ist, wann ist die Zeit zum Glücklichsein? Jetzt, in dem Moment, jetzt. Werner, du bist ja auch Mentalcoach, wie wir alle hier. Viele Menschen arbeiten mit Affirmationen. Können Affirmationen die Zelle erhellen? Ja, definitiv. Ich möchte dazu sagen, dass der Weg zum Glück ein Prozess ist. Der Weg, das ist kein linearer Weg, sondern das ist ungefähr, kann man sich vorstellen, wie ein Börsenkurs. Es wird nie einen Börsenkurs geben, der so ist, sondern das geht immer bergauf, bergab. Und bitte für die Zuhörer oder Zuschauer, nicht irgendwo
einmal traurig sein, wenn es einmal nicht so funktioniert. Jeden Schritt, den man heute macht, der in die richtige Richtung geht, der Richtung Glück geht, ist einer mehr als wir den, was man vorher gemacht hat. Und darum, wenn einmal eine kleine Talsohle kommt, sie an den Dingen erfreuen, was man schon geschafft hat. Nicht an den Dingen festhalten, warum es jetzt nicht gleich so funktioniert. Nachschauen, woher kommt es, Hilfe holen. MLZ.at findet ihr alle Coaches, die euch dann auch weiterhelfen können. Aber freuen an dem, was man schon geschafft hat, dankbar sein, zurückschauen. Wie war das vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, vor zwei Jahren? Und an dem freuen und Schritt für Schritt gehen, auch nicht das, den Druck zu hochhalten. Dass der Weg, jeder darf sein Tempo gehen. Wenn er schneller geht, ist es gut, aber wenn man langsamer geht, es ist genauso gut. Jeder Schritt, der getan ist, der ist getan und der liegt hinter uns, das, alles, was vorher war. Das ist ganz wunderbar, du, Werner, super, super gesagt. Es ist wirklich so, dass jeder Schritt, und es ist ja auch möglich, einmal traurig zu sein und es wirklich auch zuzulassen. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Und so wie du sagst, Hilfe holen, das ist ganz wichtig, wenn ich selber nicht mehr zurechtkomme und nicht glauben, ich muss alles alleine schaffen können, sondern einfach, ja, jetzt geht es mir nicht gut und ich komme da alleine nicht heraus, also kann ich mir Hilfe holen. Weil wenn wir eine Handverletzung haben, gehen wir auch zum Arzt. Ne? Und das ist halt eine emotionale Verletzung. Und da darf ich mir ja die Hilfe, jede Hilfe holen, die ich brauche. Aber dazu muss ich mir das wert sein. Und das ist auch wichtig zu erkennen, dass ich in mich investiere, dass ich es gibt noch einen, weil du das gerade angeschnitten hast, die Schritte vor uns, das Beste soll immer vor uns liegen, nicht hinter uns. Und das ist ja das Wichtige, dass ich sage, okay, das habe ich schon geschaffen, aber es kann noch besser, noch schöner und noch mehr gehen. Und danach sollte man immer wieder streben. Und ich kann also nur sagen, für Leute, die eben schon gewohnt sind, Karma zu löschen, da ist ein bisschen eine andere Situation. Mhm. Aber es reicht oft, nur den Blickwinkel zu ändern. Mhm. Dass man sagt, okay, schau mal dorthin, hast du das schon mal angeschaut? Könnte es nicht sein, dass es vielleicht doch auch so ist? Mhm. Und das reicht oft, dass die Talsohle schon wieder verlassen werden kann und dass man schon wieder den nächsten Schritt noch vor. Es ist nicht immer gravierend, dass was Gott was betrieben werden muss. Meistens sind es die Kleinigkeiten, wo uns auch vielleicht eine Razzia im Weg ist oder ein bisschen ein Neid dabei ist und den man nicht erkennt. Es gibt viele kleine Dinge, die uns blockieren, den Schritt weiterzugehen. Und ich kann es nur für mich sagen, dass ich mir sehr, sehr gerne Hilfe hole, dass ich mir es wert bin, Hilfe zu holen, weil ein Außenstehender immer einen anderen Blickwinkel hat, als wie ich als Interner. Ne? Also es ist, ja, kann ich nur empfehlen. Darf auch jeder für sich selber entscheiden. Gibt da jetzt die Frage an dich. Stimmt also der Spruch, dass nach jedem Hoch ein Tief kommen soll? Oder wird, oder muss, oder darf? Naja, so wie der Werner schon gesagt hat, das Leben ist mal ein Auf und Ab. Also es ist halt immer die Frage, wie tief ist das Tief dann sozusagen, oder wie lange verweile ich in dem Tief? Also es ist nicht immer, also bei mir halt, beobachte das auch bei anderen Menschen, es ist nicht immer himmelhoch jauchzen, sondern einfach so ein Auf und Ab. Es ist kein linearer Prozess, sondern es ist ja auch immer Lerneffekte. Also ich möchte ja Erfahrungen machen und ich mag Erfahrungen natürlich gerne fröhlich und positiv machen, aber der mal darf ich mal halt auch wieder so ein Tief in Anführungsstrichen anschauen, ob das dann so negativ ist, das Tief, wie auch immer. Ich habe das Vertrauen gewonnen, dass ich aus jedem Tief wieder rauskomme, alleine oder mit Hilfe, wie auch immer. Ich habe eine wunderbare Seelenfamilie, wo ich auch dann um Hilfe bitten kann oder Hilfe bekomme. Auch wenn ich vielleicht nicht gebeten habe, drum, der Mama gibt dann den Hinweis auch ganz deutlich, Gott sei Dank, da bin ich so dankbar drum, dass das einfach natürlich kontinuierlich der Weg oder die Entwicklung nach oben oder einfach Aufstieg sozusagen ist, aber halt nicht gerade, sondern halt einfach mit Auf und Abs und sehr, sehr vielen Erfahrungen und ganz, ganz tollen Lebensereignissen, die dann im Nachhinein oft weniger negativ oder tief ausschauen, als sie gewesen sind, weil da so wieder so eine Beschleunigung nach oben gekommen ist.
Wenn du bei einem Börsenkurs 20% Steigerung im Jahr hast, fragt im Endeffekt am Ende des Jahres niemand, ob da Talfahrt dabei war oder wie immer. Das Resultat ist ein Kursgewinn von 20%. Und wenn man das jetzt ins Glück ummünzt, müsste man eine Einheit erfinden, was ist, wie wir die 20 Einheiten in Glück ummünzt. Aber ich glaube, jeder weiß genau, es ist ja, wie viele Zellen der Börsenkurs könnte sein, wie viele Zellen am Ende des Jahres mit Licht befüllt sind und mit Licht beleuchtet sind. Ich habe es gerade gelesen, eine Zuschauerfrage ist hereingekommen von der Bärbel aus Oberösterreich und sie möchte wissen, ist die Anzahl der Lacher ein Gradmesser für Lebensfreude? Wahrscheinlich die Anzahl der Lacher am Tag, schätze ich jetzt einmal. Wer möchte die Frage beantworten? Also ich, wenn man wahrscheinlich hier alle der gleichen Meinung sein, die Anzahl der Lacher, ich kann machen, oder? Und ich kann ehrlich lachen. Das ist, wenn es von Herzen kommt, selbstverständlich, je öfter ich lache, umso höher schwingt meine Zelle. Und es ist auch gesundheitsfördernd, das Lachen. Weil das ist der logische Verstand schon auch, dass ich sage, wenn ich traurig bin, wird die Lebensfreude nie kommen, als wenn ich lache. Ne? Aber dass er ein gezwungenes Lachen zwingend zur Lebensfreude führt, glaube ich nicht. Obwohl, da hat es die Bielen, oder wie sie geheißen hat, Bielen, gesagt, 60 Sekunden die Lachmuskeln ganz stark aufeinander pressen, dann kriegt das Gehirn den Input, ich bin glücklich. Und dann erzeugt auch das schon eine positive Energie. Natürlich fördert das das, aber es muss aus meiner Sicht schon von Herzen kommen, weil es hilft nichts, wenn ich nur Hihi mache und das ist ein Lacher, aber kein ehrlicher Lacher. Was und was für Meinung ihr habt dazu? Unbedingt. Es darf das Lachen ausschließlich von Herzen kommen, beziehungsweise ich darf einfach ein gutes Gefühl haben. Ich darf mich fröhlich fühlen. Ob das jetzt in einem Haha herauskommt oder nur das Gesicht informiert wird, das lächeln könnt, ist auch zu differenzieren. Ob es die Häufigkeit ist, es ist, glaube ich, einfach die Dauer des Gut- und Fröhlichfühlens, ob es eben in Lachen sich ausdrückt. Tendenziell hilft Lachen, aber wie die Isabella schon gesagt hat, es darf aus dem Gefühl kommen und nicht bloß, jetzt muss ich lachen, damit ich glücklich bin. Kann helfen, natürlich, wenn es weit unten ist. Also dieses hier, gibt es auch einen ganz, ganz wunderbaren Beitrag von der Vera Birkenbiel. Genau das empfiehlt, sagt, ja, wenn ich halt salopp gesagt scheiße drauf bin in der Früh, dann mache ich halt diesen hier an der Autofahrt zur Arbeit. Und wenn ich dann an der Ampel stehe und mir schon blöd vorkomme, dann schaue ich halt schnell nach, ob im Handschuhkastel was drin ist, damit die links und rechts mich nicht einliefern lassen. Und wenn ich den Beitrag schon höre, zu empfehlen, bei YouTube zu suchen, dann muss ich schon lachen. Also da ist schon ganz, ganz viel passiert. Und dann bin ich schon im Positiven, wenn man vorstellt, dass ich, also mir gibt es keine Ampeln, aber wenn ich einmal in der Stadt war und dann diesen scheiß Grinser aufhabe, der wirklich hübsch und natürlich ist und dann noch in meinen Handschuhkastel reingrinst und da am besten ein Spiegel drin ist, dann ist eh schon viele, viele Stufen Fröhlichkeit erreicht. Also jedes Hilfsmittel erlaubt und dann einfach von Herzen lachen. Auch ins Handschuhkastel rein. Herzensempfehlung. Ja, und sie sagt ja so lieb, wie sagt sie, sie macht dann den Schreibtisch oder die Schublade auf und sagt, heute geht's mir aber beschissen. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Energie. Also wenn ich sage, heute geht's mir beschissen, also heute geht's mir aber wirklich beschissen. Also das ist schon, es hebt die Lebensgeister schon ein bisschen besser als wie so. Da geht es wahrscheinlich um die Selbstironie, ne? Dass man über sich selbst lachen kann. Gell? Aber einfach zu erklären, Lachen ist Frequenz. Und jetzt kann man sich überlegen, ob von Herzen ein Lächeln oder ein Lachen oder vom Kopf, welche Frequenz da jeweils ausgestrahlt wird. Und ob das zum Ersetzen ist, das kennt sicher jeder, wenn irgendwann die Tränen kommen oder wenn dann irgendwann vielleicht schon mal der Bauch wehtut, da ist ja jede Zelle im Körper informiert mit Lebensfreude und Humor. Das kann man im Kopf, geht ganz einfach nicht. Genau. Aus Wien, die Katharina schreibt, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich ausgehe und gut drauf bin, dass ich mehr Alkohol vertrage, als wenn ich nicht gut drauf bin und weniger Schlaf brauche. Ist das bewiesen oder ist das nur Einbildung? Werner? Das ist definitiv bewiesen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Ja.
So. Den haben also wir alle, weil wir Katharina, feiern alle sehr gerne. Katharina stimmt. Katharina stimmt definitiv. Es ist die Zelle informiert und die Zelle geht mit Schlafentzug anders um, die Zelle geht anders um mit Alkohol, wenn viel mehr helle und weiße und belichtete Zellen in dir drinnen sind. Das ist die einfache Antwort. Wo wir wieder bei der Frequenzsache sind. Je genau. Je lustiger ich bin, umso mehr bin ich in meiner Mitte und umso mehr mache ich alles mit Freude und kann somit ja auch Energie holen, brauche weniger Schlaf und der Körper ist dann auch geneigter, mit dem Alkohol besser umzugehen. Zumindest meine Erfahrungswerte so, aber ich glaube, ihr bestätigt das auch. Das heißt, am nächsten Tag wissen wir dann, war ich gestern gut drauf oder nicht, wenn man auch... Ja, genau. Ganz sicher. Na, und ich glaube aber, dass das hundertprozentig so ist, weil das eine ist Frust trinken und das andere ist Lust trinken. Also das macht schon einen Unterschied aus. Da bin ich überzeugt davon. Wobei bei Männern geht es ja oft Hand in Hand. Ja. Lust trinken und wenn es dann nicht funktioniert, tut man Frust trinken. Ja gut, lassen wir das. Aber tatsächlich ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, es sind oft die Gespräche, die man führt. Wenn du Alkohol trinkst und du bist eigentlich gut drauf und dann kommen die Gespräche und es wird schwer und schwer und schwerer, weil Corona, weil gerade das oder jenes oder hast du schon gehört, ja dann geht da das mit dem Alkohol schneller und anders. Das Energieniveau sinkt, ja. Genau. Und dadurch sinkt auch dann das Niveau, wie man Alkohol verträgt oder auch nicht. Es geht aber das Level nach oben viel schneller. Ja. Das stimmt. Ja, also es ist in beide Richtungen. Ja. Und der beste Schutz gegen alles ist natürlich nur die Lebensfreude. Wirklich echte Lebensfreude ist der beste Schutz für Energieräuber, für Krankheiten, für Jammerer, für alles ist der beste Schutz Lebensfreude. Das. Probiert es einmal aus draußen. Jetzt einmal morgen mit einem Lächeln. Geht's mal morgen saufen. Nein. Das würde ich nicht empfehlen. Oder doch. Oft einmal ist es ganz gut. Nein, aber geht's einmal draußen jemandem entgegen auf der Straße. Wirklich am Gehsteig, beobachte einen Menschen, der da entgegenkommt. Jeder Mensch hat irgendetwas an sich, was ihm gefällt. Jeder. Da gibt es nichts. Wenn es die Haare sind, die Füße sind, die Finger, keine Ahnung, was auch immer. Und lächel den an und sag innerlich, ma, du hast einen schönen Mund, ma, du hast schöne Augen oder irgendwas. Und lächle und du wirst sehen, da kommt ein Lächeln zurück, weil das ist nämlich genau die Frequenz und die Schwingung, die der Mensch ausstrahlt. Und so kann man sich vorstellen, dass die Aura ist, die schützt, wenn du Lebensfreude hast, wenn du gut drauf bist, positiv drauf bist und Löcher hast, wenn du negativ drauf bist. Und da kann nachher jeder eingreifen. Also das ist, kannst du wirklich einmal austesten da draußen, es macht Spaß. Werner, du hast verstanden, ins Gesicht schauen, gell? Egal. Selbstverständlich. Okay. Es kommt was zurück, hat Isabella gesagt. Ja. Ja. Me too. ich möchte noch eine Sache zum Alkohol sagen, vielleicht kennst du das da außen. Ich habe das zumindest. Es gibt einen Schalter, der ist irgendwo da oben wahrscheinlich bei mir. Heute trinke ich mal nichts. Boah, es gibt Bier, eins reicht. 3 Schluck Bier, der Schalter ist um, ab geht die Party und die Party geht ab. Und genauso kannst du den Schalter, das habe ich von der Ingrid Kamper, von unserer Hexenmutter gelernt, kannst du den mit der Lebensfreude umlegen. Okay, es ist ein schweres Gespräch, Schalter um, Lebensfreude. Erzähl dann einen Witz oder irgendwas Lustiges. Genau. Wir haben das alle in unserem mentalen Lichtzentrum in Felden gelernt. Gell? Also das ist wirklich eine Lebensfreude-Schule, da geht es aber auch sehr ernst zu, also da lernen wir ja wirklich alles, aber oberste Priorität ist wirklich, sich selber in die Lebensfreude zu bringen, weil wir genau wissen, dass die Lebensfreude lebensverlängernd, lebenserhaltend und gesundheitsfördernd, Lachen ist gesund, das weiß man ja sowieso, dass das einfach das ist, aber es ist eben so wie beim Wetter, wenn wir sagen, ich möchte einen Regenbogen sehen, was brauche ich dazu? Da brauche ich zuerst einmal einen Regen und die Sonne. Ich brauche beides, damit ich den Regenbogen, was Wunderschönes ist, sehen kann. Und so ist es ja im Menschen auch. Ich brauche alle. Wir sind in der Dualität und wir brauchen alle Energien. Es ist Freude und es ist Schmerz auch einmal, das dazugehört. Aber überwiegend zu 2/3 sollte es wirklich die positive Energie sein, in die wir uns erarbeiten können. Und das ist wirklich möglich durch diese karmische Arbeit, die wir
karmische Arbeit und Spiegelarbeit, die wir machen, dass wir uns das erarbeiten. Und das kann jeder. Es macht richtig Spaß, wenn ich, schaut einmal eine zum Beispiel auf meine Homepage, wie ich vor 16 oder 17 Jahren ausgeschaut habe. Es glaubt kein Mensch, dass ich das bin. Und das ist aber, das habe ich mir alles Schritt für Schritt erarbeitet. Und das geht nicht auf einmal, sondern das ist ein Weg, so wie der Werner früher gesagt hat. Das ist ein Prozess. Es ist wirklich der Weg, das Ziel. Und ich weiß, dass ich heute an einem Ziel bin, was noch gar nicht das Ziel ist, sondern dass es noch weitergeht, weil es immer wieder neue Erfahrungen gibt. Und wir haben alles in unserem Leben, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen, sondern was wir brauchen, um uns zu entwickeln. Und das ist so schön. Ich sage, das Leben ist so schön. Liebe Isabella, danke. Lieber Werner, danke. Liebe Gitta, danke. Es war ein wunderschöner Spirit Talk mit Lebendig und Begeisterung. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich darf zum Abschluss, wie üblich, ein paar Hinweise geben. Wir haben es alle mitgekriegt, die Corona-Maßnahmen werden gelockert. Dementsprechend öffnen wir auch wieder unsere Praxen weiter auf und unsere Lichtzentren gehen wieder auf. Lichtzentrum Wien wird wieder mit den Seminaren beginnen. Unsere Gitta Klose wird in die Meditation gehen, jetzt gleich im Anschluss danach auf Facebook. Unsere St. Veiter-Hexe wird am 7. März ihr Karma-Nacharbeiten machen. Dieses Wochenende findet ein Karma- und Spiegel-Online-Seminar statt von der Wörthersee-Hexe Ingrid und ihrem Sohn, dem Mentalcoach Wolfgang. Und am Donnerstag findet die St. Veiter-Hexe und die Wörthersee-Hexe im Radio statt, und zwar beim Nachtwolf auf easysound.online. Können Sie alle mitlegen, da können Sie alle Fragen, die ihr habt, an die beiden Hexen stellen und sie werden euch die Karten legen. Und eine alte Weisheit besagt ja, und das sind meine letzten Worte für heute, es ist immer gut, ein Ass im Ärmel zu haben. In diesem Sinne, einen schönen Abend, danke fürs Mittalken, bis in 14 Tagen, wenn es dann heißt, lass doch bitte endlich deine Maske fallen. Vielen Dank. Danke, tschüss, baba. Ja.